Ja, herzlich willkommen zum Finale des Finales von Fakt Berlin und damit auch Hallo an Tomate. Hallo Arti, hallo junges Gemüse. Genau, wir schauen jetzt hier den zweiten Teil von der ersten Folge von Fakt Berlin. Warum ist erste Folge bei uns das Finale? Weil wir dumm sind. Weil Berlin So einfach. abfärbt, Genau, Berlin färbt ab, wir sind ein bisschen behindert. Okay, wir können wegen mir loslegen. ja. Okay, dann Abflug, viel Spaß, Leute. Ein Schritt, den ich nie vergessen werde, war, als ich mein Profil auf bisexuell abgeändert habe und mir auf einmal Frauen angezeigt wurden. Das war. Irgendwie fühlt es sich fast an, wie als wenn ich meinen eigenen Lebenstraum erfüllen würde. Was? Sie ist überrascht, wenn sie auch bisexuell ihr Profil abändert, dass Frauen angreifen. Gott, das geht ja gut los. Ja. Es ist wie ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Oh, ja, also da ist so viel los bei der Frau. Also da wurde so viel irgendwie unterdrückt. In der Jugend, keine Ahnung. Aber wie sie die Eigenartig. Treppe auch runterläuft, als würde sie gerade aus dem Standesamt kommen. Also die Bildsprache ist schon wieder gut hier. Ja. Was heißt aus dem Standesamt? Da könnten noch viele andere Anlässe sein. Also Ah, aus hier der mit Oper. Ich meine, Rollenteppich und sie, so. Puh. das ist ja übrigens hier die Oper. Das ist hier die Berliner Staatsoper. Das ist ja der Platz, wo hier das Schillerdenkmal steht. Ja, deswegen auch die klassische Musik gerade. Sehr Ja, gut, ja. sehr gut. Einen sehr großen und vergrabenen. Eine viel gelebte Fantasie war eine Dreierfantasie. Und ich bin dann irgendwie auch recht ehrgeizig auf dem Gebiet. Und dann kam es dazu, dass ich innerhalb von 2 Wochen 10 Dreierdates hatte. Okay, warte, das ist ja nicht auszuhalten. Das war sehr anstrengend. Hast du dir gerade ein Bier geöffnet? Wer Okay. weiß. Ja, aber was die schon wieder labert. Die hatte in 2 Wochen 10 Dreierdates. Was zum Geier? Das war ihr Urlaub, oder was? Ja, echt. So was das, um Ja, jetzt mal auf die sag. Honigwabe zu referieren, mit dem Bodycount bei ihr angestellt hat. Ne? Naja, warte, das waren nur Dates. Das waren nur Dates. So, na gut, okay. Ja, die wird Ich sich nur zieh's mit den getroffen. zurück. A die wollte halt ein paar kennenlernen, um mit denen dann in so eine Dreiergeschichte zu starten. Aber auch da, ach nee, da ist doch echt so viel falsch. Erst fängst du an, formst du Holz nach 5 Jahren. Ich erinnere mich noch, nach 5 Jahren hat es immer wieder Sex gehabt und hat dann geheult, weil sie halt gegen die christliche Religion verstoßen hat. Jetzt sucht die nach Hat Dreierdates auf sie einmal. auf Level 9000 geschaltet. Wie kommt denn dieser Sprung? Also was ist denn das? Das ist doch. Ob sie dann auch Das war mit sehr anstrengend. Rüdiger und ich vergesse mal, wie die Schlange heißt, ob sie die auch getroffen hat. Ach, die Lisa. Ja. Ja, Lisa und vielleicht. Chris, so rum, ja. Lisa und Chris, ja, das wäre lustig gewesen. So, jetzt mache ich aber Play. Immer wenn ich Play machen will, dann fällt dir doch noch was ein, was du sagst. Süß, schlimm. Okay. Das war sehr anstrengend. Und es ist auch absolut nicht das Konzept, was ich so grundsätzlich in meinem Leben leben möchte. Aha, dann mach's Und nicht. ich glaube, ich würde alle 10 Dates auch nicht mehr jetzt so haben und leben. Aber es war damals total wichtig für mich. Aha. Warum? Warum? Ja. Aber Okay, vielleicht weil kommt das die die letzten Erklärung Sätze jetzt. sagen, ja. Dass ich mich ganz mutig auf den Weg mache und dass ich es einfach tue. Aha. Einfach tun. Also Es war ich wichtig, mache mich dass ich es jetzt einfach ganz tue. mutig auf den Weg und spritze mir Heroin. Ja, Geil. und du hast erst Angst davor, aber du tust es einfach und das ist gut. Du Ja. springst über deinen Schatten. Just do it, Bro. Ja. Doch nur ein Pieks. Ja, genau. Oh Gott. Nur einmal pro Jahr und ja, egal. Ich habe Paare erlebt, die sich auf eine sehr authentische Reise gemacht haben. Die haben sich selbst gegenüber ihre Gelüste eingestanden. Das hat mich beeindruckt, weil ich in meiner sehr christlich-konservativen Bubble den Eindruck hatte, dass es mehr darum ging, daran zu arbeiten, diese Gelüste nicht zu haben, sie auch zu unterdrücken, definitiv nicht auszuleben und höchstwahrscheinlich auch nicht darüber zu sprechen. Also wir reden Ich habe vom ganz. Jahr 2023, oder? Ja, das Wo wundert war mich die so ein denn? In irgend bisschen. so einem Bergdorf in Bayern oder was? Ja, wo ist sie denn groß geworden? Das finde ich auch eigenartig. Gut, vielleicht fällt mir es da auch als Sachse schwer nachzuvollziehen, weil wir sind ja hier eher atheistisch unterwegs. Da ist man ja als religiöser Mensch schon Sonderling und bei uns natürlich auch Protestantismus ist natürlich was anderes als Katholizismus nochmal. Hm. Aber der ist da auch nicht Ja. mehr wirkmächtig heutzutage.
Also in den 80ern hätte ich den Punkt verstanden, aber... Vor allem in Deutschland. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, in Italien oder so, aber... Deutschland? Okay. Ich habe ganz viele Komplimente bekommen. Und das ist schön. Ein paar. Ein sehr... Oh, lala. Okay, 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 okay. Aha. Paare werden gematcht. Da wurde ziemlich viel nach links geswiped. Also, das drückt nochmal Play, weil fast, ich habe gerade den Zug im Bild von dem Spruch. Ach so, warte, ich will. Ja. Die Litfaßsäule solltest du sehen. Moment, Moment. Ja, ja, irgendwas mit Religion. Siehst du die? Siehst du die? Religion der fröhlichen Fotzen, oder? Steht ja, Religion was der fröhlichen Fotzen. Ah, das ist mal wieder so geil gemacht von der Doku. Also, das. Der Maria geht es ja immer um das Thema Religion, dass das hier so vermengt wird, einfach bildlich. So witzig. So, so ein Stück, was sich keiner anguckt. Yeah. Ja, keine Ahnung, was das ist. KitKat Club, Religion der fröhlichen Fotzen. Ach, keine Ahnung. Okay. Ach, die schon wieder, alles klar. Die Idee für das Outfit war, dass wir sind in Berlin, alle ziehen schwarz an. Ich dachte mir, nein, Quatsch. Ich will so bunt sein. Dann habe ich entschieden so für Knall-Bubblegum-Pink. Weil das passt einfach zu mir. Das einzige Problem heute, mein Outfit hat so viel Zeit genommen, anzuziehen. Und dann sind so viele Teile. Ich muss mir das überlegen, ob ich wirklich Bock habe, mich komplett auszuziehen. Mhm. Du bist doch schon fast ausgezogen. Ja. Also, wo ist denn das Problem? Ja. Ich kann alles ahnen, was du bist darunter. Ja. Yay. Meine Freunde kommen jetzt gleich rein. Und die sind ganz vorne bei der Schlange, da muss ich jetzt so alleine reinzukommen, habe ich jetzt wirklich Lust. Sieht halt so molochmäßig aus. Ja, es ist, macht traurig. Diese Berliner Szenerien, die machen depressiv. Wir waren um 10 schon drin und dann haben wir einfach 5 Stunden lang getanzt. Oh, so geil. Ist so geil, wenn nicht 20 Euro oder 30 kosten würde, würde ich jede Woche hingehen. Jetzt gehe ich schlafen, bin einfach fertig. Warte mal. Wollen die mir sagen, jede Woche ist so eine Sexparty? Ja, anscheinend. Also in diesem Club da anscheinend. Ja. Warte mal, war das jetzt hier diese sexpositive Techno-Party? Weil die hat ja gesagt, die tanzt. Das war nicht so wie Fonz, wo die in... Da war die doch auch auf so einer Sexparty. Ja. Genau, das war ja mehr so Swingerclub-mäßig, also da hatte ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass da viel getanzt wird. Das war wahrscheinlich nochmal anders, hier jetzt mehr so... War schon fast normaler. Ja. Aber das ist so, nach der Fetch ist schnuckneis, muss ich sagen. Ist das ist der jemand Neues? Der Typ, ja, den haben wir bisher noch nicht gesehen. Ja doch, der war mit der Katze, war das doch das, oder? Ah, nee, das war die Juna, das war wieder eine andere. Ach so, warte mal, du denkst, das ist die? Ich bin erstaunt, dass du diese ganzen Geschöpfe auseinanderhalten kannst. Ja, doch, auch alle Tattoos. Das hier ist immer noch die Martina, meine ich, die wir gerade gesehen haben. Also, zumindest glaube ich das. Mal sehen. Ich muss sagen, der Hintergrund, den sie hat, gefällt mir zumindest besser. Ist bei den anderen jetzt. Ja, absolut. Schön eingerichtetes Zimmer. Ja, das ist. Oh, und das ist vorbei. Mein Mitbewohner Paolo hatte Corona und die ersten 2 Wochen, wir haben alle Pläne abgesagt und wir haben eher so ruhige Sachen zu Hause gemacht. Ich hatte keine Lust, alle Leute anzustecken. Und ich weiß, ich habe 2 richtige coole Partys verpasst. Okay, dafür bin ich mega begeistert. Es ist sowas von geil. Sie hat gerade diesen Emily-Festertake gemacht, oder? Entschuldigung. Mia Festertake hiermit. Wegen ihnen habe ich meine Jugend verpasst. Ich habe 2 Partys verpasst. Ja, ich konnte 2 Wochen lang nicht rumvögeln auf irgendwelchen gruseligen Sexpartys. 2 Wochen! Wegen ihnen von der AfD! Ja, oh Gott. A suit and nothing underneath and this. This is really, really pretty. I'm not a super big fan of spikes, metal, emo aesthetic. Sowas? Für mich so strahlt Stärke. Und so, ja. Mhm.
I go to this kind of parties to feel just more free to enjoy some body freedom, which I usually don't have. Also wenn das nur ihr Mitbewohner ist, ist das ja auch alles wieder komisch, oder? Warte mal, ist das nur der Mitbewohner? Das hab so ich jetzt hat ja sie ganz... ihn ja eingeführt. Ach so. Entschuldigung, ich bin jetzt irgendwie da komischerweise davon ausgegangen, das ist der ihr Freund, aber auf der anderen Seite habe ich mir gerade überlegt, hey, warum geht die denn zu Sexpartys, wenn die einen Freund hat? Also wie steht der denn dazu? Nee, okay, wahrscheinlich ist es nur der Ebenwohner. Aber trotzdem kuscheln die ja schon halb. Also so wie er gerade guckt, habe ich auch wieder ein bisschen komischen Eindruck bei dem. Ich Spanier. You know, sometimes you feel judged and there, no, also I felt pretty safe, because sometimes showing your body as a woman or as a female presenting person, it can be... As a female presenting person, Alter, das musste natürlich sein. Warte, ich will noch mal den Blick sehen von dem Typen, während sie das sagt. Der muss sich doch wirklich denken, ich... Was war das? Töte mich. Was? Showing your body as a woman or as a female presenting person, it can be... you might have some problems. Yes, with just You get approached by people you probably don't approach by, and they're most, or you get nasty comments. Yeah. And there, I think they pay a lot of attention to that. Yeah, there's more a culture of consent, maybe. Exactly. Berlin, I think it's the only city where I think almost, not every club, but many, many clubs have a dark room inside. And makes Was? Viele Clubs in Berlin sollen einen Dark Room haben. Okay, alles klar. Alter, wenn das stimmt, dann hat sich jetzt nochmal mein Bild von Berlin drastisch verschlechtert. Das ist viel dunkler geworden. Vorstellen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, die werden auch in ihrer Blase leben und dadurch den Eindruck haben, dass fast jeder Club aus Versehen auch so ein Darkroom hat. Ja, vielleicht. Ja. Weil ich mir bei ihm nicht sicher bin, ob er Teil dieser Blase ist. Ja. Nee, den Eindruck habe ich halt irgendwie nicht. Für mich wirkt er wie so ein netter so Nerd von dem Austauschstudent halt, ja. Also erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Many, many clubs have a dark room inside, and makes the things way more accepted. Yeah, for sure. In your maybe everyday kind of life, people have sex, and there's nothing wrong with that. Willst du mit ihr Sex haben? Frage stelle ich nur mal so in den Raum. Nee. Also. Meinst du, der ist schwul? Ach, mit ihm oder mit ihr? Warte mal. Nee, ob er mit ihr Sex haben will. Ach so. Ich denke schon. Er ist ein Kerl, also ja. Ja, na klar. Aber ob er eine Beziehung mit ihr haben will, nein. Das denke ich nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Have sex. Yeah, and there's nothing wrong with that. Ja, jetzt kommt wieder die Religiöse. Jetzt sind wir hier in Unterbayern angekommen, wahrscheinlich. Heute werden wir zur erotischen Schlossnacht fahren. Na, fast. Bisschen runterzukommen. Ganz was anderes, als wenn man einfach nur abends in der Stadt irgendwo schnell hinhoppen würde. Ich denke, dass es richtig hilfreich ist, jetzt einfach sich voll und ganz drauf einzulassen. Spannend. Hallo. Hallo. Maria. Herzlich willkommen, ich bin René. Das ist jetzt der Luxus-Swinger-Club, oder? Mhm. Ich hoffe tatsächlich, dass ich niemanden kenne. Das ist irgendwie eine Sorge. Ich habe gemerkt, gerade auch wenn ich auf sexpositive Partys gehe, dass oft der Dresscode ähnlich ist. Ich war immer eher der Dessous-Federn-Type. Und diese Eleganz, die fehlt mir oft bei den sexpositiven Partys, die einfach zugänglich sind in Berlin. Und sie ist jetzt in der Elite angekommen. Dass ihr das anbietet. Ja, das Elite-Sexpartner. Partner mit Niveau oder so. Aber ich finde den Eindruck, das finde ich ganz interessant, weil so von diesen paar Szenen, die wir gesehen haben bisher in der DU, habe ich auch den Eindruck, also wie die da immer alle aussehen, so rennen in BHs rum und pipapo und irgendwelchen Netzdingern, das ist halt für mich zumindest irgendwie nicht erotisch. Also so wie die jetzt gekleidet ist in einem schicken Kleid, das finde ich irgendwie 10-mal erotischer. Ja, auch durch die ganze Kulisse oder den ganzen Ort. Ja, nicht so abgefuckter Darkroom irgendwo, wo laute, komische Musik läuft und wirde Typen irgendwas machen und dann ist alles bunt und ach, hast du nicht gesehen. Ja, hier ist es gediegen, ja, das hat schon was, das stimmt. Das anbietet, das ist dann vielleicht auch ein bisschen für Einsteiger eher. Ja, richtig.
Weiße Maske bedeutet, ich bin neu hier, ich möchte nur mal schauen, ich möchte nicht berührt werden, ich möchte nicht angesprochen werden, ich möchte in Ruhe gelassen werden. Und die schwarze Maske bedeutet, ich bin bereit, mich auf ein Abenteuer einzulassen. Ja, ja. Es wäre quasi nicht meine erste Sexparty jetzt mittlerweile, so. Aber jedes Mal, und deswegen freue ich mich wirklich sehr auf den Abend, jedes Mal. Ich will bloß mal anmerken, das ist die Christin hier in der Doku, oder? Das gehe ich jetzt die Leute wieder durcheinander auf. Das ist die Christin, die irgendwie dieses ganze Ding mit ihrem Glaube vereinen will, weil sie so zu Gott findet und ja, das ist so die Logik, wenn irgendwas sich schön anfühlt, dann muss es auch gut sein. Das ist Gott gewollt, ja. Ja, also das stimmt halt nur zu einem Teil. Also ich meine, Heroin sich spritzen fühlt sich auch schön an, aber deswegen machst du es nicht. Es ist irgendwie immer noch wie so eine Art Erleichterung. Es gibt Menschen, die tun, was sie wollen und sich und andere nicht dafür judgen. Insofern ist das die erste Swinger-Erfahrung, die ich hier habe. Ja. Hier haben wir eine kleine Besonderheit. Und zwar dieser Spiegel ist aus dem Tatort-Krimi nachempfunden. Und zwar kann man von der anderen Seite die Paare beobachten, die sich hier vergnügen. Ich liebe das zu gucken. Also wie manchmal jeden, bin ich mir jedem Polizeiding, okay. Ja, klar, das meinte der Wiebertatort. Vergnügen. Ich liebe das zu gucken. Manchmal bin ich mir noch nicht mal sicher, ob ich vielleicht wirklich eher lieber zugucke, als involviert zu sein. Ich gucke jetzt mal auf die Frauen, dass sie schon eine gewisse Weile, auch, also länger als ich schon auf der Reise sind, Dinge einzufordern. Der Gegenüber weiß, was sie brauchen. Sie führen die Hand. Meine Begleitung und ich haben auch eine Weile da gestanden, weil wir ein Paar beobachtet haben, die in dem Bett Sex hatten. Er war sehr geduldig mit ihr, hat sie ganz toll stimuliert. Also wir haben echt was gelernt auch noch. Mhm. Also ich weiß es nicht, was ich davon mitnehmen soll, ehrlich gesagt. Eine Frau, die immer wieder... Was meinst du? Das wird ja jetzt hier so als so eine Lehrstunde gerade verkauft. Hm. Ja. Ich meine, kannst du auch Pornos schauen. Gut, ja, Feministische gut, Pornos. Sich, genau, könnte man sich auch wieder streiten, weil Pornos ist ja, ja, ich meine, klar, da geht es jetzt nicht um wirklich romantischen Sex zwischen Paaren. Ach Gott, ja. Es gibt doch diese guten alten Fox-Pornos, wenn du die noch kennst. Nee. Wo, da gab es sogar, da gibt es richtig, also ist 90% ist Handlung und 10% ist halt, ja, der Rest. Ach so, und das sind solche feministischen Pornos. Aha, aha, okay. Habe ich nie gesehen, sowas. Also generell schaue ich sowas nicht. Ich bin artig. So. Aber ich bin arty. Ja. Es war eine Frau, die immer wieder ankam und mitmachen wollte. Und nach der dritten starken Signalisierung, dass sie quasi, ich nenne es jetzt mal, nicht erwünscht ist, hat sie noch ganz lange so mein Bein runtergestreichelt bis zu meinen Füßen. Und ich fand es sehr unangebracht und ich fand es absolut grenzüberschreitend. Eigentlich ist so die goldene Regel, dass man, sobald man beim Gegenüber wahrnimmt, er möchte nicht oder die Gruppe möchte nicht, dass man sofort, ohne irgendwie schlechte Stimmung zu machen oder einen Kommentar oder sonst irgendwas, wirklich einfach die Biege macht. Ja? Also hätte es ein Mann gemacht, hätte sich das sehr anders angefühlt, was sofort in eine gesunde Wut umgeschlagen wäre. Ach. Also es ist Doppelstandards hier. Ja, auf jeden Fall. Wo ist MeToo, wenn man es braucht? Aber wieder Props an die Produktion gerade. Ja, mega gut gemacht. Ich habe dann erstmal mit meiner Begleitung angefangen, ein bisschen was zu machen. Das war ein total softer Einstieg, war sehr, sehr schön. Und dann sind wir auf ein ganz großes Bett gegangen mit drei anderen Paaren. Und ja, es war sehr sinnlich an dem Abend. Sie schaut auf jeden Fall gerade sehr zufrieden aus, nennen wir es mal so. Ja, ja. Und das ist alles christlich so. Na gut. Das waren ja andere Paare immerhin. Ja. Ach, das DJ ist ja auch noch eine kleine. Sexparty, was ist das? Sind jetzt alle Leute da und machen alle rum? Das sind Körper, die entweder tanzen oder Sex haben. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Ist das der Typ hier? Ist das der Mitbewohner? Ja. Nee. Der hatte weniger Bart. Hatte so komische Koteletten an der Seite. Ja, ja. Tanzen oder Sex haben? Ja.
so degeneriert alles. Oh Gott, die macht wieder ihren Standardtext. Alter, Alter. Warte, das ist ja sogar, warte mal. Die deutsche Übersetzung ist so schön. Menschen, die sich weiblich präsentieren oder als weiblich gelesen werden, das ist halt auch so, ist so doppelt links, ne? Ja. Zweimal links. Ja. Oh Gott, ey. Aber nicht Frauen, ne? Ja, genau, den Begriff Frauen gibt es nicht. Es sind einfach Menschen, die sich weiblich präsentieren und als weiblich gelesen werden. Was in beiden Fällen ja keine Frauen sein müssen. Warte mal, das sind jetzt 4, 5, 6, 7, 10 Wörter. Früher hat man ein Wort dafür gehabt. Das hieß Frauen. Oh Gott, ey. Or female perceived people doing anything, even just kissing at the club and having maybe, yeah, straight guys looking at them, like, oh my god, as if, yeah, it's all free porn. Als ob das heutzutage noch jemand vom Ofen hervorlocken würde, wenn da zwei Frauen knutschen. Ah, da würde ich dir jetzt sogar ehrlich gesagt widersprechen. Auf so einer Party? Nee, auf so einer Party, die spricht ja gerade von normalen Partys. Also wenn du in einem Club bist, in der Disco und da knutschen zwei Frauen, klar, gucken da viele hin. Also mich eingeschlossen, ganz ehrlich. Ja, also, man guckt hin, aber nicht mit der Reaktion, die sie da beschreibt. So, was ist denn das so? Naja, oh Gott. Naja. Das sagt doch kein Mann. Warte mal, aber die haben doch gesagt, oh Gott, das ist kein gratis Porno. Also gratis Porno impliziert das sagt dann schon. Ja. Aber das impliziert ja dann schon, dass die Männer das wie eine Porno begreifen, dass die es gut finden, weißt du? Gut finden werden sie es auf jeden Fall, natürlich. Ja, ja. Das hat ja mal die Schuhe und Head so schön beschrieben. Mit warum Männer so das interessant finden, wenn da halt Lesben irgendwie rummachen. Du hast halt eine Frau, das ist deine Tafel Lieblingsschokolade und dann kommt noch eine zweite Frau dazu, auch deine Lieblingsschokolade. Ja, Mensch. Ja, ja klar. So, mach du mal weiter. Ich mach aber zu viel weiter. And a lot of people who maybe don't get the freedom to enjoy their sexuality or their gender identity or something, like in their normal lives, they get to. Ist das doch der Typ da gewesen aus der Wiki? Ich mach nochmal kurz zurück. Nee, warte, Gesichtsanalyse, Moment. And a lot of people who maybe don't get. Nee. Okay, nee, auf keinsten. Aber wie der auch aussieht, ja. Diese Socken. Lack und Leder und dann solche Tennissocken. Alter. Und auch das Mädel, was gerade spricht, können wir auch gleich nochmal analysieren. Moment. Their sexuality or their gender identity or something. Like in their normal lives, they get to experience it here. Oh, die will ich nicht analysieren. Ich will zurück auf das Schloss. Also, was ich irgendwie eigenartig finde, warte, ich gehe nochmal zu dem Mann hier. Siehst du den gerade? Mhm. Also, irgendwie generell bei allen Männern in diesem Sex-Positiv-Ding habe ich den Eindruck, das sind jetzt nicht wirklich Männer. Nee, eben, das sind jetzt nicht wirklich gestandene Männer. Die haben irgendwie alle immer so einen Schwulentouch für mich. Also die einzigen, die irgendwie normal gewirkt haben, oder der einzige, den man vor uns gesehen hat, war auf dieser Edel-Erotik-Party, weißt du? Ja, aber stimme ich zu. Alle anderen, ja, wirken halt irgendwie so schwul. Also ganz ehrlich, ein echter Mann, der sucht sich halt eine Frau und mit der hat er was. Und er hat es nicht nötig, hier irgendwie übers Viele zu haben. Ich muss zugeben, es überrascht mich jetzt auch nicht wirklich. Ich meine, die ganzen Frauen, die wir hier hatten, haben anscheinend irgendwelche Probleme in der Psyche. Mhm. Warum soll es bei den Kerlen anders sein? Ja, das stimmt. Und der Ausweg, dass du dir jetzt sozusagen dich sehr maskulin gibst, das ist ja in diesen Sphären verpönt. Ne? Toxische Männlichkeit, wenn man so möchte, ist nicht erlaubt. Also, was bleibt dir übrig, als diese Wurstrolle hier zu spielen? Ja. Oh Gott, so weiter. Oh nee, du wolltest doch die Frau noch hier. Naja, was will ich bei der analysieren? Die sieht halt aus, wie man sich eine linke Frau vorstellt. Gender Study Studentin, hallo? Ja. Also, nee, ich möchte die auch nicht beleidigen. Also, sie ist halt aber nur typisch für die Szene, das möchte ich sagen. Ich finde es schön, Ideologie. Ich sag so Gender Study Studentin, so, ich möchte sie nicht beleidigen. Das ist ja per se keine Beleidigung.
you ever fuck in the dark room for a second? Yes. Okay. Mm-hmm. I wouldn't. You wouldn't? It's too uncomfortable. I need my bed. I cannot fuck around. I'm sorry. I need my bed and my mattress. I know, but it's just me, maybe, because last time when I did something in the toilet, it was like a little bit dirty and didn't know where to lay down and stuff. It's like. Ich wollte gerade sagen, er ist based und dann sagt er das letzte Mal auf der Toilette. Ja. Toll. Okay, I think it's also about expressing yourself in a more freeing way. So, like, go dancing without having to wear too many clothes. You feel way safer to dance around naked than go to an Italian club in full on. It brings you closer. A little bit for sure. A little bit of team build. Also, er ist doch auch irgendwie in der Szene unterwegs, wie es scheint, ne? Wenn er da nackt rumtanzt. Wahrscheinlich, ja, ja. Und ich wollte gerade fragen, ob es für ihn nicht vielleicht einfach zu anstrengend ist, die ganze Zeit sich mit dieser Frau über den Darkroom zu unterhalten. Aber gut, scheint ja ihr gemeinsames Interesse zu sein. Mm-hmm. Like, yeah, you've seen my boobs and I've seen everything is in your ass and that's good. So even if it was full of drama, full of things happening, would it still be a worthy experience? Oh my god, and yes. What the vote would be? Yes, absolutely worth it. I feel I'm changing right now, and it's so good to see in which direction I'm going. The hot girl summer has gone away. Oh, it's it's a hot girl fall. It's hot okay, girl. So it will go on. Yeah, of course, it's go on. Gut, also es wird Jahreszeiten unabhängig durchgefügelt. Okay, richtig. Schön. Oh wow, was ist das denn für ein Baum? Ein Essigbaum. Ein blühender Essigbaum. Ach, toll. Das war jetzt Gottes Zeichen, dass sie weitermachen soll. Ja. Ich habe in mir das Gefühl, ich bin eine Last für mein Gegenüber beim Sex. Weil mich zu stimulieren, zu erregen, braucht richtig Einsatz. Und ich formuliere das jetzt mal sehr locker, nicht durch ein bisschen Geschochere. Sondern durch sehr, 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 sehr viel Feingefühl, Zeit und absolute Atmosphäre, dass genug Geduld und Muße da ist, um sich auf mich zu konzentrieren. Und ich möchte in der Zukunft lernen, das für mich einzufordern und auch die Einstellung zu haben, hey, es gibt Leute, die da Bock drauf haben. Boah, Mädel, echt. Also, das ist ja gar nicht schlimm, aber... So eine Art Nähe, die du willst, die findest du nicht auf irgendwelchen dämlichen Sexpartys mit dahergelaufenen Leuten. Richtig, lauten, richtig. In einem lauten, irgendwie noch zu hellen Darkroom, wo ganz eigenartige Typen rumschwören und jeder mit jedem. Such dir doch einfach einen netten Typen. Und, ja. Und dann könnt ihr das zu zweit erleben. Also ich halte das für einen riesen Irrweg, was die macht. Das befriedigt die doch nicht wirklich. Das ist doch auch die Frau, die 5 Jahre sozusagen Zölibat hatte, war, ne? Genau, und dann geheult hat, weil sie mal wieder Sex hatte nach 5 Jahren. Was ich, also gesagt, wahrscheinlich also, war der Sex dann Jahren nicht gut. Sex haben, finde ich nicht schlimm. Aber, ja. Also, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Frauen ist, aber wenn du als Mann 5 Jahre keinen Sex hast, dann da hat sich ein bisschen was aufgestaut. Also, da reicht dann gefühlt so eine schöne Berührung und du bist schon fertig. Also vielleicht bei Frauen wirklich anders. Ja. Keine Ahnung. Ich kenne keine Frau, die so lange keinen Sex hatte. Tatsächlich, deswegen schwierig. Ja. Aber egal. Also, wie du schon sagst, es ist kein gesunder Lebenswandel, wenn du danach suchst, auf solche Fickpartys zu gehen. Ja, echt, echt. Also, das kann ja dann irgendwie nicht klappen, wenn die sagt, du brauchst so viel Stimulation. Also, und auch... Ich meine, das merke ich doch, bei der geht's halt auch so um das Thema Liebe irgendwo, Beziehung. Mhm. Also, weil die sagt, ich brauche die Nähe, die Intimität und das hast du halt in der Beziehung, ne, auf irgendeiner Sexparty. Das ist doch der Knackpunkt. Ich würde sogar anders rangehen wollen. Sie braucht so viel Stimulation, weil sie bei diesen Sexpartys halt ganz schwer sich fallen lassen kann. Ja, klar. Weil, klar. Wie du schon sagst, die Nähe fehlt, während du, wenn du so mit einem Typen den du liebst, im Bett bist, dann kannst du dich viel mehr entspannen. Dann geht das alles viel leichter von der Hand. Ja, klar. Also ist eigentlich sind das selbstgeschaffene Probleme. Ja, es sind auch eigentlich selbstgeschaffene. Die sie mit einer Dosis von ich brauche einfach bloß noch mehr, dann klappt ja, das ja, schon ja, ja, beheben. Also, das ist wie so ein... Ja, also musst du es an der Qualität ändern, an der Quantität. Ja. Ich will jetzt nicht den Vergleich zu Drogen ziehen, aber irgendwie erinnern es dran. Ja, klar, klar. So, warte, was sagst du jetzt?
Ich glaube, wir haben es sogar geschafft. Tritt, ja? Egal ob einer, mehrere, gleichzeitig oder nicht, Männlein, Weiblein, divers, wer auch immer, dass das nur ein kleiner Teil dann in dem Moment auf meiner großen Reise der Sexualität ist. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich mit so einem fantastischen Gefühl all das, was ich jetzt tue, tun kann. Bitte dreht aus der Kirche aus. Also das ist ja Hedonismus 200%. Ja, auf jeden Fall. Meine Fickreise und ich fick mich noch 10 Jahre hier durch, egal mit wem. Ja. Jesus hätte es auch so gemacht, willst du mich fucking verarschen? Das ist ja lächerlich. Danke, danke. Das muss man einfach sagen, danke. Sagte der Atheist. Gott. So, wir wollten ja gucken, ob hier noch was von Musik steht. Ah, stimmt, nee, steht Musik. Nur RBB 2023. Ach, gar ja, nichts dazu. Bester Abspann, ja, bester Abspann. Ja. Nächste Folge Kiki, die hat man ja schon gesehen. Gut, naja. Das war's dann wohl mit Fuck Berlin. Also diese Christin hat mich, diese Pseudo-Christin hat mich mehr geschafft als diese anderen degenerierten Gestalten. Echt? Ich fand am allergeilsten ja immer noch die Lisa und den Chris an diesem Pulli. Ja gut, stimmt, die sind außerhalb der Wertung. Ja, bitte. Ja, die waren genial. Also feinstes Matt, die Leute. Oh Gott. Du meinst, also Berlin durfte deswegen weiter existieren, damit solche Gestalten das Lebenslicht ja, zum Zugucken, einfach zum Zugucken. Wie ja. So ein Zoo-Bio-Zoo. Genau, man könnte das halt kleiner machen, aber an sich. So, wir haben ja hier nochmal alle Charaktere zu sehen, schreibt uns gerne in die Kommentare, wen ihr am geilsten davon fandet oder am verrücktesten oder irgendwas. Ich habe mich beim Intro gefragt und das ist jetzt hier rechts die Person, wo war denn die nochmal zu sehen? Die war in der Folge, die wir als erstes geschaut haben. Ah, okay, deswegen. Das ist schon so lange her, deswegen erinnerst du dich da nicht mehr so dran. Die war auch auf solchen Partys und ja, da ging es darum, dass man sich halt Consent abholt und du hast es nicht gesehen, vor allem, weil sie als asiatische Frau ja oft irgendwie so. Ach, jetzt klingelt wie ist das, fetischisiert wird, ne? Es liegt wahrscheinlich daran, dass der Typ links von ihr das die Folge mehr oder weniger überstrahlt hat. Genau, das war Elisabeth. Ist natürlich eine Frau, wie man sieht. Ja. Oh Gott, ich bin so froh, dass wir damit durch sind. Ja. Ja. Wenn euch das interessiert, schaut da auch gern in diese Folge. Wir haben das alles gesehen. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Und wenn ihr wie immer Vorschläge habt für was anderes, was wir schauen können, schreibt uns auch das gerne in die Kommentare. Zerstört den Like-Button. Ihr kennt das ganze Prozedere. Wir decken uns mit gewissen Getränken ein und dann setzen wir uns an diese tollen Serien, die da vorgeschlagen werden. Richtig, richtig. Gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.